schließen Sie die Augen. Ich muss mein eigenes Buch schreiben, um das Böse aus meinem Herzen zu vertreiben. Wie wär's mit meinem Kampf? Jetzt habe sie's. Unser liebes Fräulein Gretchen. Der alte Jud hat sie verhext. Schon in der Schule war der weitaus beste Zeichner meiner Klasse. Ich muss nur noch die Aufnahmeprüfung für die Akademie der schönen Künste bestehen. Ich wurde nicht genommen. Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass Sie diesen Widerling lieben. Er ist doch noch ein Kind. Du solltest in die Politik gehen. Die Masse, die ist wie ein Weib. Du musst sie hofieren, du musst sie schmeicheln, du musst ihr was bieten, was ihr gefällt, damit sie dir gefügig wird. Ich will kein Maler mehr sein. Das war nur ein taktischer Trick für Dummköpfe. Ich will was ganz anderes. Zum Beispiel? Die Welt. Hüte dich von nun an bis in alle Ewigkeit. Vor jeglicher Versuchung der Rassenschande. Ja, ich werde mich hüten. Ein schneller Krieg würde alle unsere Probleme lösen. Wir müssen uns gegen die Judenverschwörung organisieren. Lass ihnen zu Leibe rücken, Kamerad. Jawohl. Seht her. Wo ist das Scheißbuch? Wir dastehen mit einer riesen Peitsche und all diese Menschen ans Ende der Welt treiben. Schön aufgereiht drängen sie sich an den Rand, bis ich ihnen auf die Finger trete und sie hoppla, 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 hoppla kreischend herunterfallen.